als Frauen zu Hexen wurden. Zwischen 1500 und 1700 sah sich vor allem die weibliche Bevölkerung des europäischen Kulturraumes einer beispiellosen Verfolgung als vermeintliche Hexen ausgesetzt, in deren Folge eine bis heute allenfalls schätzbare Anzahl von Frauen verurteilt und hingerichtet wurde. Vor dem Hintergrund des frühneuzeitlichen Weltbildes boten sich viele Anlässe zur Hexenjagd. Nach Unwettern, Krankheiten, Unfruchtbarkeit, Todesfällen oder Missernten entstanden auf der Suche nach Schuldigen Verdächtigungen und Gerüchte, die sich bei der Bevölkerung oft innerhalb kurzer Zeit zu einer Massenpsychose steigerten und der Verleumdung und Verfolgung unliebsamer Personen Tür und Tor öffneten. Bestimmte Worte, Gesten, äußerliche Auffälligkeiten oder die Tatsache, einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein, all dies konnte plötzlich als Indiz für Hexerei gedeutet und der betroffenen Person zum Verhängnis werden. Vor allem die Angst vor dem Fremden, Unerklärlichen und Bedrohlichen erzeugte Hass und Hilflosigkeit und führte in der Folge zu Spannungen, die sich in erster Linie dort entluden, wo der vermeintlich geringste Widerstand zu erwarten war. Bei den schwächsten Mitgliedern der Gesellschaft, den außenstehenden oder sozialen Randgruppen, aber eben auch den Frauen. Wie die Geschichtsforschung in Bezug auf die verfolgten Frauen nachweisen konnte, waren es jedoch häufig gerade die starken, emanzipierten Frauen, die zu Opfern wurden. Durch ihre unangepassten Lebensweisen ohne Zugriff männlicher Kontrollmechanismen wurden sie zu Außenstehenden. Einen solchen Fall finden wir auch in der von Paul Keppitz verfassten Klagenfurter Reimchronik, eines der ältesten chronikalen Dokumente der Stadtgeschichte, das 1607 die erschreckliche Historie von einer zu Klagenfurt einst eingezogenen Weibsperson verzeichnet. Eine Frau namens Anna Maria wurde im Januar 1607 der Hexerei angeklagt, weil sie sich angeblich mit dem Teufel verbündet und etliche Menschen betrogen hatte. Die Frau war 1601 mit spanischen Soldaten, die als Hilfstruppen unter Oberst Johann Gaudenz, Freiherr von Madruzzi, durch Klagenfurt marschierten, in den Türkenkrieg gezogen. Ihre Beweggründe für diesen Schritt gehen aus den Quellen nicht hervor. Möglich ist, dass sie sich als Marketenderin den Truppen anschloss, jedoch könnte der Hinweis, dass sie einige Jahre Mannskleider trug, auch darauf schließen lassen, dass sie sich tatsächlich als Mann ausgab und als Soldat in den Krieg zog. Ebenso interessant ist die ausdrückliche, fast vorwurfsvolle Erwähnung, dass sie lesen und schreiben konnte. Eine Fähigkeit, über die zur damaligen Zeit meist nur Frauen aus dem Adel verfügten und die deshalb wohl auch zusätzliches Misstrauen hervorrief. Die spärlichen Hinweise, die wir anhand der Quelle erhalten, deuten auf eine selbstbewusste Frau, die vor allem aufgrund ihres außergewöhnlichen Lebenswandels an den Pranger gestellt wurde. Über den Prozessverlauf lässt sich nur wenig sagen. Unter der Folter bekannte Anna Maria zunächst, dass sie ihre Seele dem Teufel versprochen und dieser ihr die rechte Zehe zum Pfand ausgerissen habe. Durch sogenannte Kronengebete oder auch Corona-Gebete, ein im 17. und 18. Jahrhundert weit verbreitetes volksmagisches Ritual zur Auffindung geheimer Schätze, habe sie vom Teufel viel Geld empfangen, indem er ihr half, andere Menschen um ihr Geld zu bringen. Offenkundig hatte es Anna Maria also auch zu einigem Wohlstand gebracht, der verdächtig erschien. Weitere Prozessdetails lassen sich heute nicht mehr rekonstruieren. Feststellen lässt sich aber, dass Anna Maria mit ihrem Leben davonkam, allerdings für die von ihr angeblich begangenen Vergehen öffentlich ausgepeitscht wurde. Es verwundert nicht, dass der Höhepunkt der Hexenverfolgung in Kärnten Mitte des 17. Jahrhunderts mit den wirtschaftlichen Problemen dieser Zeit einherging. Ab 1630 ist eine schlagartige Zunahme der Prozesse dokumentiert. Darüber hinaus änderten sich die Hexenstereotype. Handelte es sich bis zu diesem Zeitpunkt bei den Beschuldigten mehrheitlich um sesshafte Frauen, erscheinen nun in höherem Maße nicht sesshafte Personen, überwiegend Männer vor Gericht. Interessant sind in diesem Zusammenhang die geschlechtsspezifischen Schuldzuweisungen der jeweiligen Zaubereidelikte. Während das in den Kärntner Prozessen vielfach dokumentierte Wettermachen als Schadenzauber beiden Geschlechtern zugeschrieben wurde, lastete man die in Kärnten verbreitete Wolfsbannerei als Schadenzauber ausschließlich Männern an.
Offenbar trauten die Obrigkeiten Frauen die Befehlsgewalt über einen Wolf nicht zu. Verdächtigungen gegen das weibliche Geschlecht traten überwiegend in Zusammenhang mit spezifisch weiblichen Tätigkeitsbereichen wie der Nahrungszubereitung, der Geburtshilfe, der Krankenpflege oder der Versorgung des Milchviehs auf. Um den Heil- und Krankheitszauber, der mehrheitlich Frauen zugeordnet wurde, drehte sich auch ein Prozess, der im April 1661 gegen Maria Rosanga am Freien Landgericht der Herrschaft Hollenburg begann. Bei der als heilkundig geltenden Angeklagten war, vermutlich infolge einer Denunziation, eine Hausdurchsuchung durchgeführt worden, bei der man in einer Truhe nach damaligem Verständnis verdächtige und belastende Gegenstände fand. Wachskerzen, ein Kruzifix mit Nägeln, Erbsen und Heilsubstanzen wie Farn- und Hanfsamen sowie verschiedene Salben. Wachskerzen, die im Volksglauben mit der Lebenslichtvorstellung verknüpft waren, konnten bei Schadenzauber und zauberischem Wahrsagen verwendet werden, ebenso Erbsen, die angeblich dem Anzaubern von Geschwüren dienten. Farnsamen machten vermeintlich unsichtbar, ließen die Kommunikation mit Tieren zu und wurden auch bei Liebeszaubern eingesetzt. Nach einem gütlichen Verhör ordnete der zuständige Richter die Folter an. Im Zuge ihres ersten peinlichen Verhörs gab Maria Rosanga an, dass sie von Frauen gehört habe, die durch die Besprechung von Eiern Unfruchtbarkeit herbeiführen könnten. Um welche Personen es sich dabei handle, wisse jedoch nur eine gewisse Marina Spitzer. Offenbar erhoffte sich Maria Rosanga von der Denunziation weiterer Frauen das Ende ihrer Folter. Vergebens. Wie aus den Akten hervorgeht, stach der Henker Maria Rosanga am zweiten Tag des peinlichen Verhörs mit zwei unterschiedlichen Instrumenten in den an der Schulter haftenden Zeichen, vermutlich Mutter oder Feuermale. Das Gerichtsprotokoll verzeichnet, dass sich eines der Instrumente, ein Hufnagel, verbog, jedoch kein Tropfen Blut zu sehen gewesen wäre. Der Henker verkündete daraufhin, dass Maria Rosanga die Rechte, also eine überführte Hexe sei. Er konfrontierte die Angeklagte darüber hinaus mit der Aussage, er habe in einem Wasserschaff, das unter der an den Füßen aufgehängten Delinquentin aufgestellt worden war, 9 spielende Frauen erblickt, von denen angeblich 8 weggeflogen seien. Dieser angewandte Wasserzauber war eine im Volksglauben weit verbreitete Art des Spiegelwahrsagens oder in die Zukunft schauens. Paradoxerweise wurde der Henker, der mit dieser Methode das Geständnis der Hexerei erzwingen wollte, an dieser Stelle selbst zum Zauberer. Als Maria Rosanga auch nach dem Verbrennen ihrer Fußsohlen weiterhin nicht das gewünschte Geständnis lieferte, führte man ihren Widerstand auf teuflische Besessenheit zurück. Am dritten Tag bat die Angeklagte eine Wärterin darum, ihr Gift zu bringen, um den Folterqualen ein Ende zu bereiten. Doch das peinliche Verhör ging weiter. Die Gefolterte gestand unter anderem, einmal in Klagenfurt von einem Grab geweihte Erde genommen zu haben und verwies wiederum auf das Wissen der Spitza, die daraufhin auch vorgeladen wurde, jedoch wenig verwunderlich allen Aussagen Maria Rosangas widersprach. Der Rosanga-Prozess ist nicht nur durch äußerste Härte und Brutalität gekennzeichnet, sondern auch durch die für Kärnten bisher einmalig nachweisbare gleichzeitige Anwendung des Feuer- und Wasserordals in einem Hexenprozess. Nach dem Verbrennen der Fußsohlen habe die Angeklagte keinerlei Schmerzen verspürt, was als Beweis ihrer Schuld ausgelegt wurde. Beim Wasserordal stieß man vermeintliche Hexen ins Wasser. Schwammen sie oben, galten sie als überführt, da man glaubte, dass Hexen aufgrund ihrer Fähigkeit zum Hexenflug ein viel leichteres Gewicht hätten. Auch Maria Rosanga musste sich dieser Methode der Beweisführung unterziehen und wurde dabei als Hexe überführt. Am 8. Juli 1661 sprachen sich 5 Juristen aus Klagenfurt in einem unverbindlichen Gutachten für das Todesurteil über die Angeklagte aus. Da Hollenburg aber ein freies Landgericht war, musste man das Urteil des 5 Tage später tagenden dortigen Malefizgerichtes abwarten. Hier wurde Maria Rosanga bemerkenswerterweise vom Verdacht der Hexerei freigesprochen und lediglich wegen Ehebruchs zur Auspeitschung mit einer Rute verurteilt. Sie habe niemandem wirklich geschadet und habe außerdem die harte Folter lebend überstanden, so die überraschende Begründung des Gerichtes.
Über Jahrhunderte erschien die Hexenverfolgung als probates Instrument zur Unterwerfung von Frauen, als subversive Kräfte. Allerdings konnte die Domestizierung der weiblichen Hälfte der Bevölkerung auf die Dauer durch Erziehung zur Weiblichkeit und religiöse Unterweisung besser gelingen als durch die reinigende Kraft des Feuers, resümierte die Historikerin Claudia Opitz. Am Ende der Hexenverfolgung stand jedenfalls kein neues Frauenbild, sondern der fortschreitende Zerfall des frühneuzeitlich naturmagischen Weltbildes zugunsten eines neuen, aufgeklärten Wissenschaftsverständnisses und eines veränderten Rechts- und Gerichtswesens.